zusammen, das ist Lara von gruppenhaus.ch. Ich bin am letzten Wochenende im Bike Kingdom gewesen, das ist in der Lenzerheide, und habe gedacht, ich möchte euch mal ein bisschen etwas davon erzählen, weil ich es wirklich mega toll gefunden. Es hat so coole Trails, also für alle, die gerne wirklich Mountainbiken und es auch gerne haben, wenn man mal ein Wochenende einfach nur Bändchen nutzt, zu raufgehen und dann einfach runterdüst, kann ich es wirklich mega empfehlen. Also es ist wirklich genial, es ist unglaublich, was sie dort aufgestellt haben an Trails, an verschiedenen Schwierigkeitsgraden, es ist wirklich der Wahnsinn. Also es hat wirklich alles. Es hat recht flowige Trails, es hat mega verwurzelte, verblockte Trails, die wirklich anspruchsvoll sind, wo ich auch mehrmals absteigen musste, weil ich mich gefragt habe, wie man das fahren soll. Es hat alles. Also wirklich für jeden Schwierigkeitsgrad. Es hat auch Trails für Kinder. Es ist wirklich super. Es hat eigentlich zwei Seiten. Wir haben uns jetzt für die Seite vom Scalottas entschieden, weil es einfach ein bisschen ruhiger ist. Dort sind keine Downhill-Bikes erlaubt. Darum ist auch einfach das Durchschnittstempo dort ein bisschen gemütlicher. Und ja, irgendwie mag ich es dort. Es ist auch einfach noch ein bisschen natürlicher. Man fährt viel auf Wanderwegen und nicht auf gebauten Trails, was ich persönlich schöner finde. Und auf der Rothorn-Seite haben wir eigentlich so ein bisschen das Gegenteil. Dort sind Downhiller, dort hat es einen Park, es hat Sprünge, was auch mega cool ist, wenn man das mag. wir sind jetzt einfach mal auf der Scalottas-Seite geblieben. Und dort hat es auch zwei Sesselbändchen, der Scalottas und der Giandini, wo wir dort hauptsächlich genommen haben. Und dort hat es zum Beispiel einen roten Trail, der mega schön ist, also technisch auch wirklich noch gut fahrbar. Und es hat auch einen blauen Trail, wo man gut anfangen kann. Der ist mega flowig, hat wenig schwierige Stücke drin und ist mega schön, um wieder ein bisschen reinkommen. Mit dem haben wir recht am Anfang angefangen, um einfach wieder ein bisschen reinkommen, um warm werden am Morgen. Und es ist wirklich mega schön dort. Es gibt so viele Trails. Ich empfehle euch wirklich, wenn ihr auch in die Lenzerheide wollt, go biken, um euch die App vom Bike Kingdom abzuladen und auch um die Map abzuladen, dass ihr einfach seht, es gibt so viele Möglichkeiten, dass ihr seht, was könnt ihr fahren, wo wollt ihr fahren, wo wollt ihr auch am Schluss rauskommen. Weil ihr könnt halt auch bis Churwalden runterfahren teilweise. Und je nachdem, wo eure Unterkunft ist, macht es natürlich Sinn, eher Richtung Churwalden oder doch eher Richtung Lenzerheide runterzukommen. Ich habe auch noch ein paar Übernachtungsmöglichkeiten für euch, aber schaut doch mal noch auf unserer Webseite www.gruppenhaus.ch, da hat es noch viel mehr auch in der Lenzerheide. Ich habe jetzt einfach mal 4 rausgesucht, um euch so ein bisschen Inspiration zu geben. Da wäre zum einen, wenn ihr eine kleinere Gruppe sind von unter 20 Leuten oder maximal 20 Leuten und ihr wollt selber kochen, haben wir zum Beispiel das Berghaus Chiesa Lila. Das ist für 20 Personen ideal, hat 2 Küchen drin. Wenn ihr lieber in die Jugendherberge wollt, wo es noch zum Morgen und zur Nacht und sogar zum Mittag könnt, dazu buchen könnt, ist die Jugendherberge Valbella Lenzerheide ideal für euch. Dort könnt ihr zwischen 2 bis 6 Bettzimmer auswählen, je nachdem, was für eure Gruppe am besten passt. Und ich bin letzten Sommer zum Beispiel in der Juhui Lenzerheide gewesen, schöne Gruppenunterkunft, das ist wirklich auch super, hat mir eine super Lage für auf Trails zum Starten, ist aber gleich ein bisschen weg von der Hauptstrasse, also es ist schön ruhig, es hat viel Umschwung, wo man auch ein bisschen kann, chillen, grillieren, das ist auch wirklich schön. Und das Letzte, was ich euch noch möchte vorstellen, ist das Berghotel Sartons. Da könnt ihr unterscheiden zwischen der Gruppenunterkunft, die sie haben, oder wenn ihr lieber ins Hotel geht, ein bisschen mehr Komfort wollt, hat es auch einen Hotelteil. Also es hat wirklich, wie gesagt, auch noch andere Unterkünfte, auch andere Selbstkocherunterkünfte. Und es hat für jede Gruppenkonstellation, ob ihr mit Freunden geht, mit der Familie, mit dem Verein, ganz egal. Wir haben die passende Unterkunft und wir freuen uns auf euren Besuch. Und ich wünsche euch ganz viel Spass auf den Trails. Passt auf euch auf und einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal.